haben super weichen Pudersand. Wir haben absolut traumhaftes türkises Meer hinter uns. Und ganz viele Boote. Und das kann nur eins bedeuten, wir sind gelandet auf Kulipe. Ganz typisch für Kulipe ist ja diese unglaublich vielen Boote, die ihr hier im Hintergrund seht. Und es ist auch recht viel los, wie ihr sehen könnt. Darauf waren wir auch eingestellt. Wir sind gestern schon mal ganz in die andere Richtung gelaufen. Und das Schöne ist, dass es da dann auch irgendwann echt leerer wird und auch dann fast keine Boote mehr da sind. Und da haben wir dann ewig gedümpelt und waren im Wasser. So, wir haben ganz kurz was vergessen gehabt in unserem Bungalow. Das haben wir jetzt geholt. Und Kulipe hat ja drei Hauptstrände und ein paar kleinere Buchten. Wir wohnen selber am Sunrise Beach. Den zeigen wir später noch und machen uns jetzt auf den Weg, ich glaube, zum Pattaya Beach wollten wir. Aber mal gucken, vielleicht auch zu einem anderen. Auf jeden Fall erkunden wir heute mal alle Strände der Insel. Und ich liebe es, Strände zu erkunden. Es gibt nämlich meistens auch ruhige Ecken. Auch wenn man es gar nicht so denkt, gerade hier auf Kulipe ist ja doch ein bisschen mehr los. Das wussten wir auch vorher. Kommt uns ein bisschen vor wie Malle. Ein thailändisches Malle, aber ist auch irgendwie ganz cool. Ja, die Stimmung ist dafür umso besser. Also ja. Richtig Partyvolk hier. So Urlaubsstimmung. Ja, ist so eine Mischung aus Bangkok und Strand. Also traumhafte Strände mit Bangkok kombiniert. Ja, genau. Wir sind Freunde. Ich mag dich. Also tagsüber ist die Walking Street fast ausgestorben. Aber abends geht's hier ab. Tagsüber ist hier die Khao San Road auch ziemlich ausgestorben. Und deswegen ist hier auch recht wenig los. Aber abends geht's dann richtig ab hier. Das ist wie so ein bisschen die Mini-Khao San Road. Mimi. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh. Ja, der Pattaya Beach sieht sogar auf dem ersten Blick ein bisschen ruhiger aus als unserer. Hätte ich nie gedacht. Jeder sagt eigentlich, es ist andersrum. Ne, schauen wir mal. Aber das Wasser hier ist so schön und der Sand ist hier noch ein bisschen feiner und mehliger als bei uns. Und das Wasser irgendwie gefühlt noch ein bisschen durchsichtiger. Es ist dafür nicht ganz so türkis, aber so ein bisschen durchsichtiger. Und dann müssen wir es bleiben. Also der Pattaya Beach ist echt nicht so voll, wie man eigentlich über ihn sagt, außer es kommen Leute an oder so, aber das ist auch nicht so schlimm. Es gibt hier sehr viele Boote, aber dazwischen auch unglaublich viel Platz zum Schwimmen, wie ich finde. Der Sand ist schön fein, im Wasser drin ein bisschen gröber. Glaube ich, ist ein cooler Strand, auch wenn man mit Kind reist, weil es so ganz, ganz flach reingeht. Beim Sunrise Beach ist es ein bisschen anders. Und jetzt gucken wir uns mal die anderen Strände an und vergleichen die mal miteinander. Ich bin einfach ein Strandliebhaber. Ich muss Strände abchecken. Ja, Matthew? Ich weiß. Ohne Strand und ohne Meer kannst du nicht. Nee, und ich muss immer bis zum Ende laufen und alles anschauen. Ne? Was immer das Touristenherz begehrt, Kulipe hat es. Kopf, du. Das ist krass. Das ist so krass. Was machen wir jetzt? Ins Wasser gehen. Ups. Warum? Um die Wasserqualität und den Strand und den Sand auf Herz und Nieren zu testen. Muss man ja richtig fühlen. Man muss drin sein, nicht nur drauf gucken. Sag ich immer. So sieht's aus. Drin steht nur dabei. Was ist los? Ah, okay. Mal zu gucken, wie der Strand hinten ist. Können wir machen, ja. Aber da auch nochmal ins Wasser. Okay, machen wir es so. Also, weil ich sag's euch, Leute, also mega ruhiger Strand. Im Gegensatz zu den anderen richtig ruhig. Aber das, der Sand, der ist so, der ist so körnig. Also so mit Korallenresten und sowas. Also kann auch mal ein bisschen wehtun. Ich finde es jetzt für Kinder zum Beispiel nicht ganz so geil. Ist halt eher was für Ruhesuchende und das Wasser ist auch nicht so türkis und so. Es ist schon klar, aber nicht so türkis und der Strand ist auch so ein bisschen vermüllt. Also wir gucken jetzt mal dahinter, vielleicht wird es da anders. Also jetzt hier so im hinteren Teil merkt man, dass der Sand weicher wird. Also der Strand ist schön, er ist ein bisschen kürzer als die anderen,
Und wie die Patti schon gesagt hat, er ist einfach ein bisschen ja, mehr zugemüllt und auch ziemlich viel Laub. Und das Laub geht halt auch ins Meer und zersetzt sich dann, hat man immer so ein bisschen so eine Schlonze. Und ist auch ein bisschen gröber so von der Konsistenz. Aber man merkt schon, hier sind halt weniger Leute und hier kümmern sich natürlich dann auch weniger Leute darum. Und dementsprechend ist der halt dann auch nicht ganz so gepflegt, der Strand. Now something's growing stronger for every day. I'm into a new phase. Gerade so durstig und so irgendwie, also ich zumindest irgendwie schon, wie sagt man, unterzuckert ein bisschen. Richtig ausgedörrt. Ja. Aber jetzt haben wir noch eine Kokosnuss, eiskalt. Oh. Ja, wir konnten gar nicht mehr filmen, Kokosnuss, weil wir so durstig waren. Ich ging nicht mehr. So, da war der Akku leer. Ich wollte sagen, wir sind jetzt an unserem Strand am Sunrise Beach. Und der ist für mich der schönste Strand ist von Kulipe. Ja, ich glaube, ich finde ihn auch am schönsten. Er ist irgendwie am tiefesten, also er geht ziemlich weit rein und trotzdem auch der längste. Und dadurch verläuft sich das Ganze und es ist nicht so überfüllt. Obwohl hier eigentlich am meisten los ist, finde ich, im Gegensatz sogar zum Pattaya Beach. Aber er hat die schönste Stimmung. Hier ist irgendwie so ein Urlaubsflair, so ein entspannter Flair. Das mag ich voll gerne. Vögel sind hier, das Wasser ist wunderschön hier. Also ich mag den richtig, richtig gerne. Es ist irgendwie frisch. Vor allem um die Uhrzeit, weiß ich nicht. So. You hit me like a bass drum, running to the rhythm. Make me wanna oh, 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 oh. Oh, you did it from the first time. Hit me up the fine line. Make me fall in love. Oh, 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 oh. Oh, when I'm feeling lonely in my head. Ja, Lukas. Warte, ich muss mich noch hübsch machen sollen. Das brauchst du doch nicht. Du bist immer hübsch, mein Schatz. Bevor es jetzt eine mega Roomtour gibt, ganz kurz für alle Frauen, die uns zuschauen. Ihr braucht, wenn ihr backpacken geht, ein Schlumpi-Kleid. Ein Schlumpi-Kleid ist das hier. Das ist ein Schlumpi-Kleid. Einfach so ein Kleid, was immer geht, was lang genug ist, was man auch mal schnell drüber werfen kann, ohne Unterwäsche oder so, wenn man schnell irgendwie zur Rezeption muss oder so. Sowas braucht jeder Backpacker. Ja, und wer hat's gekauft? Matthias. Hat's ausgesucht und mir geschenkt. Yeah. Also jetzt die mega Roomtour hier durch unser Riesenhaus. Genau. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, noch was? Nö, das war's eigentlich, das oder? Das war's eigentlich. Hier ist alles, Moskitonetz und so. Ja. Aber ich zeige euch mal das coolste Teil. Man hat hier was zum Aufhängen, man hat hier was zum Ablegen. Totales Chaos. Hinten auch nochmal. Ist echt für so einen einfachen Bungalow cool. Und Spa-Bereich. Ja. Wellness pur. Absolut. Nö, ist okay. Ist okay. Ja. Kulipe hat halt ein hohes Preisniveau, das muss ja, man ganz ehrlich sagen. Eigentlich würde man für so ein Bungalow irgendwie 15 Euro die Nacht zahlen und hier, glaube ich, zahlen wir fast 30. Also ist halt Kulipe, ne? Ist das Doppelte. So. Aber es ist cool und die, wir achten, warte mal, Mess, du auch, ne? Wir achten beide. Warte. Wir achten halt beide auf so Sachen, wie dass die Handtücher gut riechen, die Bettwäsche mega sauber ist und das ist hier der Fall und das ist schon mal cool. Ja, auch so Details, irgendwie kommt es drauf an und wenn die Handtücher und die Bettwäsche gut, da fühlt man sich einfach wohl und zu Hause und das passt und ja, fühlen uns eigentlich ziemlich wohl. Ja, läuft. Ja. Es ist stockfinster und es regnet jetzt gerade. Ja, es toll denn das? Es regnet. Aber wenn es, hoffentlich kommt es nicht so richtig runter. Also im Moment tröpfelt es nur. Wir gehen endschnell. Mal gucken, muss man ein bisschen auf die Kamera achten. Aber wir gehen jetzt einfach schnell zu dieser Walking Street und die ist teilweise sehr überdacht, also geht das schon. Ja, Leute, es regnet die ganze Zeit. Es hat sich so richtig wie so in Deutschland eingeregnet. Tröpfelregen die ganze Zeit. Deswegen nehmen wir euch morgen nochmal mit und genau, springen quasi 24 Stunden vor. Wir sehen uns in 24 Stunden wieder. Bis gleich.
Willkommen zurück. 24 Stunden später. Wir stehen wieder in der Walking Street, heute ohne Regen. Wunderbar. Wirklich nur so 3 Minuten von uns zu Hause weg. Ist halt mega, wenn man abends echt hungrig ist. Man muss nicht mehr weit laufen. Überall so tolle Essensmöglichkeiten. Also alles, was das Herz begehrt. Zeigt euch jetzt. Es ist hier sogar eine internationale Klinik. Das heißt, wenn man mal krank ist, kein Problem. Auch hier gibt es Ärzte und so. Und das ist echt cool. Es gibt einfach Sicherheit. Es gibt Pancake-Läden, es gibt alles einfach, jedes Restaurant, Shops ohne Ende. Hier ist wirklich so ein typisches Urlaubsparadies, was aber auch sehr, sehr schön sein kann. Und gerade für Leute, ja, die so mit dem Backpacken anfangen, glaube ich, ist es halt toll hier, weil es hier echt alles gibt. Man fühlt sich gut aufgehoben, man fühlt sich so, als könnte man wirklich alles essen, also es gibt überall für jeden den richtigen Geschmack sozusagen. Genau, ja. Und ja, man fühlt sich irgendwie zu Hause auch irgendwie sicher, weil überall Apotheken sind und Ärzte, falls es ist. Ich meine, man weiß ja nie. Und irgendwie so eine gute Umgebung. Genau, es ist halt nicht dieses Robinson Crusoe-Feeling auf einer einsamen Insel. Da wir das aber auch mögen, geht es morgen weiter und es reicht jetzt mit dieser super touristischen Insel erstmal. Und genau, da nehmen wir euch dann natürlich auch wieder mit. Aber jetzt verlinken wir euch erstmal hier auf jeden Fall mal das letzte Video. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und dann freuen wir uns total, wenn wir uns dann auf der nächsten einsamen Insel wiedersehen. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.